Ja, Palast der Dunkelheit, jetzt wird's geil. Na, nicht wirklich. Es ist keiner meiner Lieblingspaläste. Er ist ein sehr nerviger Palast. Deswegen gehe ich erstmal hier hin. Man merkt schon, ist eh nur mit dem Ostpalast am Layout schon lächerlich sehr. Aber später nicht mehr. Ha, ha, ha. Muss ich überhaupt hin? Nee, ich glaube nicht. Keine Ahnung, war hier ein Schlüssel? Nee, eine Truhe. Und da drin ist ein Schlüssel. Okay, wow, das war ein sehr kurzer Weg. Und diese Dinger spucken Feuer auf mich. Und ich kann das mit meinem Schild abblocken, weil ich toll bin. Und mein Schild rot ist. Legt euch einen roten Schild zu und ihr haltet auch Feuer, Flammenwerfer aus und so. Kann ich das nicht ziehen? Aber das ist wohl die andere Seite. Boah, ey, jetzt muss ich hier oben hin. Ich habe völlig verpeilt, dass da der Schalter ist. Ich glaube, diesen Palast kriege ich in zwei Parts rein. Wenn ich schnell bin. Wenn ich mir wieder mal Zeit lasse. So wie. Boah. Dann kriege ich den nie hin. So, die Viecher haben vorne Schild, vorne Panzerung. Was heißt, vorne halten die mehr aus als hinten. Deswegen immer schön von der Seite oder von hinten schlagen. So, hier in den Teleporter rein. Dann schiebt man das Teil schon mal weg. Da oben ist ein nettes Ding von Scharschraff Hundekuchen. Wie grüßt du mich? Ist okay, Zelda. Nicht Hundekuchen. Ich bin es, deine Zelda. Ich bin im Schildkrötenfelsen oben auf den Todesberg angeschossen. Ich weiß, dass du mein Gepissen bist, aber bitte, bitte, weil ich warte auf dich. Ungeduldig. Ja, Zelda hetzt mich mal wieder. Danke. Ich dachte, das hätten wir endlich hinter uns. Aber nein, hier nimmt das besser. Die sind dadurch unbesiegbar. Nein, man kann sie dadurch nicht beschädigen. So, dieses Loch da unten ist unnötig und dies Teil hier in der Wand auch. Wo wird's? Bing. Aua. Irgendwie nehme ich immer mehr Schaden, kann das sein? Fehlt mir irgendwas? Nicht wirklich. Okay, jetzt sind wir hier. Wie man sieht, ja, die Gegner machen uns nach und der Rote macht genau das Gegenteil, was wir haben, was wir machen. Das heißt, wenn wir nach oben laufen, rennt der Rote nach unten und schießt uns mit einem Feuerball ab, wenn wir in seiner Sichtweite sind. Ungefähr so. Aua, ja. So, die Grünen kann man ganz einfach killen. Dann lockt sie ihn an, man lockt sie in eine Ecke. Dann schiebt sie in eine Ecke, weil sie einem ja alles nachmachen. Und der Rote ist aber nicht so einfach. Nein, nein, nein. Den Roten muss man abschießen. Mit Pfeilen. Ha. Ha, in den Fuß. Damit der Rote auf möglichst viel Schaden nimmt. Immer in den Fuß schießen. Okay, jetzt kommt ein beschissener Raum, den ich absolut nicht mag. Weil ich da immer durchrennen will, weil da halt so eine schöne Platte ist. Okay, jetzt sind wir hier. Ich kenne viele Leute, die haben das... ich kenne viele Leute, die das Spiel gespielt haben und genau diesen Weg immer vergessen haben. Und dann hat ihnen immer ein Schlüssel gefehlt. Und die fragten sich immer, scheiße, wo ist dieser verdammte Schlüssel? Natürlich kommt kein Arsch mal auf die Idee, nach... zum Eingang zurückzugehen und einfach mal einen der anderen drei Wege auszuprobieren, beziehungsweise zwei Wege. So, dann hier finden wir auch einen Schlüssel. Sehr schön. Und das ist der meistvergessenste Schlüssel im Spiel. Na, zumindest für viele Leute, die ich kenne. Die vergessen ihn sehr oft. Wuppa, das war knapp. Oh, das war auch knapp. Ja, das war noch... Oh, ich wurde getroffen. Das war ganz gar nicht knapp, weil ich getroffen wurde. Und noch mehr... Türen, die auf und zu gehen. Ich sollte mal wechseln. Eigentlich brauche ich nicht so viele Bomben. Oh, stimmt, die Dungeon-Karte habe ich euch auch gar nicht gezeigt. Bis auf K2 oder K1? Keine Ahnung. K2, das größte Schloss, das größte Stockwerk des Spiels. Ich habe mich schon 3000 Mal verirrt. Na, nicht wirklich. So, der Gegner ist auch tot. Gibt mir ein schönes Herz. Die Statue schieben wir weg und rennen nach hier oben. Wow, ich bin schon echt weit, muss ich sagen. Okay, wuppa. Aua. Was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Was wir jetzt machen müssen. Ich glaube, wir müssen hier das in die Luft sprengen. Damit wir hier nach unten fallen. Und können wir hier die Tür öffnen. Bin ich mir aber nicht mehr sicher. Oh, wow, cool.
Und schon nochmal den Boss-Schlüssel, also beziehungsweise großen Schlüssel. Wow, es geht lächerlich schnell hier. So, dann sind wir auch hier. Nehmen gleich den Schlüssel hier mit, der eigentlich für den Boss, endlich für die Tür da oben bestimmt war. Und diese Teile verfolgen uns ungefähr. Wow, böse Dinge. Ich hasse das. Und jetzt sind wir hier. Ta-ta-ta-ta-ta. Eins, erster Stock. Jetzt gehen wir nach hier oben und so Stuff halt. Ich sag immer, wir gehen jetzt hier hin und hier hin und hier hin. Boah, das ist voll interessant, aber naja. Da waren wir schon, da brauchen wir nicht mehr hin. Dann gehen wir jetzt mal hier hin. Sammeln die Truhe ein. Sacken noch einen Schlüssel ein, fallen in die Schlucht. Warum nicht? So, hauen den Penner da weg. Obwohl, ich muss erst hier, von daher. So, hier muss man jetzt ganz schnell sein, denn hier... Ach, geht doch. Okay, die halt diesen... Denn hier... Oh mein Gott, Hilfe! Der Boden verschwindet. Egal, jetzt gehen wir hier hin. Denn gleich... Boah, warum leckt das auf einmal so lächerlich viel? Spammt mich etwa wieder jemand in Skype zu? Egal. Nee, nee. So. Irgendwo müsste die Tür doch sein, oder? Ne, da ist doch. Kann ich schon mal hinbomben. Haha. So, dann haben wir auch gleich schon das Item für den Dungeon. Wohl eines der wichtigsten Items im Spiel, weil man das halt für eine bestimmte Passage braucht, um überall hinzukommen. Aber ich finde, das Item ist wirklich lächerlich, was für eine Wichtigkeit das hat, um irgendwie an einer bestimmten Passage vorbeizukommen. Da unten ist noch eine Truhe. Oh, ein Schlüssel. Cool. Nehmen wir doch gleich mal mit. So, jetzt gehen wir hier hin. Öffnen die Truhe und was ist drin? Oh mein Gott, ein Hammer. Und damit kannst du hölzerne Pfähle in den Boden rammen. Das sind die Pfähle, die uns den Weg versperren die ganze Zeit. Bam. Ja, damit können wir auch Gegner kaputt hauen. Ungefähr so. Komm her, Bitch. Bam. Er ist tot. Mit deinem Hammer weggehämmert. Ach ja. Jetzt haben wir einen schönen Hammer. 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 Wir hammern. Wir hämmern. Nee, wir hämmern. Genau. Wir hämmern durch die Gegend und philosophieren dabei oder was auch immer. Ich mag Philosophieren. Philosophieren macht Spaß. Wenn man es über richtige Themen macht. Stirb. Damit können wir jetzt auch endlich diese komischen Schildkrötenviecher killen. Und ich muss sagen, die Viecher geben ein Heidengeld. Ich weiß nicht, kann man das da unten eigentlich ignorieren? Ich glaube schon. Ich guck gleich trotzdem nach. Ach ja, noch ein Geldraum. Einer der wenigen Geldräume im Spiel, wo man lächerlich viel Geld kriegt wahrscheinlich. Wollte Nintendo, hat es nicht Nintendo gedacht? Auch wir haben den Idioten so am Anfang eine Rubine abgezogen für den Menschen. Scheiß Pfeil. Ein Pfeil, boah. Ach, geben wir ihm das gleich doch mal zurück, indem wir Gegner einbauen, die 5 mehr Geldsachen mit sich rumtragen, wahrscheinlich auch Königs Schatzkammer geplündert haben. Und noch so einen netten Geldraum, der eh total viel zu viel ist. Und da ist auch schon der Bauchraum. Ich drehe durch, krieg ich das echt noch in diesen Part rein? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube. Aufnahme ist jetzt so eine Minute lang. Nee, jetzt eine Minute, genau. Was bin ich denn für einer? Eine Minute? Oh nein. Yeah. Okay. So, jetzt muss man eigentlich. Jetzt eigentlich egal. Nein, ich will nicht das. So, jetzt jumpen wir hier runter und hauen alle. Wow! Das erinnert mich. Das erinnert mich an Dingens. Heras Turm und Mounty. Bouncy Mac Bounce Bounce. Nenne ich den Endgegner da ab jetzt. Genau. Bouncy Mac Bounce Bounce. Jetzt können wir auch diese komischen Nageltierviecher da in den Boden rammen. Mit dem Hammer. So, jetzt haben wir hier. Es hat eine Weile gedauert, bis ich das als kleines Kitty rausgefunden habe. Dass man diese Statue hier verschieben kann. Die muss man genau da drauf schieben. Toll, ne? So. Okay. Sind wir schon wieder in so einem Scheißraum hier. Die grünen Viecher machen, wie ihr seht, eigentlich gar nichts. Nur wenn man gegen sie rennt, machen sie Schaden und zwar nicht zu wenig.
Hier so ziemlich jeder Gegner auf einmal hier in der Schattenwelt. Wuppa. Ach ja, das kann man immer. Ne, das kann man am besten so machen. Man kann ihn in den Schuss. Genau, in den Schuss reinlaufen lassen. Was auch immer ein Schuss ist. Nicht so weit weg sind mit Chess. So, hier haben wir den schönen Bumerang für. Haha, ich bin so toll. Dann den Hit nehmen wir jetzt einfach. Und hier sieht man auch voll nicht, was man zu tun hat. Stirb. Oh, mein Auge. Du hast mir in mein Auge geschossen. Oh mein Gott, ich habe den Pfeil gegessen. Hilfe, und die Wand bewegt sich. Was soll ich nur tun? Und ich kann mich selber nicht bewegen. Oh mein Gott, Link wurde eingefroren. Von einer grünen Statue. Und das Bike-Ding da unten bewegt sich auch nicht. Aber wir sind gleich schon fertig mit dem Dungeon. Das ging erfolgreich. Nee, nicht erfolgreich schnell. Überaus schnell, muss ich sagen. Ach ja, so. Bam. Der Penner ist gleich tot. So, jetzt schmeißen wir so rum. Jetzt so. Ein aus Jux und Dollerei. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich sollte lieber mal den Hammer ausrüsten, denn hier kommt gleich eine Menge Schildkröten an. Ich nenne sie einfach Schildkröten. Ich weiß nicht, wie sie heißen. So. Oh Gott. Ach ja, stimmt. Man kann die auch wieder so. Oh Gott, 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 oh Gott. Man kann sie auch wieder richtig aufstellen lassen. Und das ist nicht gut, denn dann sind die 300 Mal schneller. Das erinnert mich irgendwie an. Keine Ahnung, welche Gegner jetzt. An. Keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht. Hier ist auch unwichtig. Hier müssen wir eigentlich nur diesen Stein hier verschieben. Diesen? Ja, sag ich doch. Und jetzt sind wir hier. Und wir sind gleich schon beim Endgegner. Und hier erwarten uns nochmal die letzten Schildkröten des Dungeons. Die uns ein bisschen Geld geben. Und hier ist der Endboss dieses Dungeons. Oh yeah. Ein riesiger Skorpion. Ich kenne den Namen jetzt nicht. Und wir müssen ihn mit dem Hammer hauen. Und wir. Ich werde bei diesem Bosskampf draufgehen. Das sag ich euch. Das Lustige ist. Link macht, wuppa. Link macht immer so, sozusagen ich, das ist so geil. Wenn der Gegner nach vorne, oh fuck, ich wollte gerade sagen, wenn der Gegner nach vorne läuft, kann man ihn gar nicht treffen, wenn man ihn mit dem Hammer, kann er einen gar nicht treffen, wenn man mit dem Hammer auf ihn schlägt, weil man ja nach hinten fliegt, aber dem war wohl nicht so, weil ich zu langsam war und er mir ordentlich eins reingehauen hat. Wow, erstes Mal gestorben im Spiel, merken. Ich zähle mir jetzt, wie oft ich gestorben bin, was wahrscheinlich ungefähr bei 20 enden wird. Oh Gott, jetzt geht der Gegner in Hypermode. New. Er schweift wieder mit seinem Schweif herum. Und. Wow. Er hat keiner seine scheiß Feuerkugeln gespuckt. Danke, Kollege. Du hast es mir sehr einfach gemacht. Bis auf, dass du mich einmal getötet hast mit deinem Vollhelm. Hast du Kopfnuss gemacht. Und wir kriegen einen weiteren Herzcontainer. Und jetzt haben wir 10. Ja. Yeah. Und ein Kristall. Und oh mein Gott, der Kristall geht in die Luft. Und oh mein Gott, voll epische 3D-Effekte. Ego, ich danke dir. Durch dich konnte ich den grausamen Monstern entrinnen. Eins war dies, das goldene Land, wo das Triforce die goldene Macht befand. Wo sich das, boah, ich verlasse immer Wörter aus. Doch als Ganon, oder gerne, je nachdem wie ihr es nennen wollt, Deutsch oder Englisch, mir egal. Doch als Ganon, der Anführer der Diebe, sich diese Macht zu eigen machte, verwandelte er das goldene Land in die Schattenwelt. Nun will er Hyrule erobern. Mit unseren Kräften hat er das Siege am Tor nach Hyrule gebrochen. Doch das Tor ist noch nicht ganz auf. Wir haben noch eine Chance. Wir 7 Mädchen, allesamt Nachfahren der Weisen, können gemeinsam den Zutritt zu Ganondorf öffnen. Ich sage dir nun, wo die anderen Mädchen festgehalten werden. Mit dir wird es uns gelingen, Ganon zu bezwingen. Dann kann ich wieder ich selbst sein. Hast du alles verstanden? Ja, nee, ist klar. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Möge die Macht mit dir sein. Haha. So, jetzt können wir auf der Karte sehen, wo alles über es ist. Und oh mein Gott, so viele Hilfe. Was sollen wir nur tun? Das Spiel wird 300 Parts haben. Naja, nicht wirklich. Und ich glaube, das war's auch schon mit dem Palast der Dunkelheit. Ich will den Part jetzt nicht unnötig Länge ziehen, weil ich glaube, ich weiß, dass ich über 15 Minuten draußen bin. Egal, wir sehen uns beim nächsten Mal bei The Legend of Zelda mit dem, keine Ahnung, was für ein Dungeon. Ich suche mir einen aus. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bam.